Am Dienstag wurde Donald Trump zum 45. US-Präsidenten gewählt. Das war eine Überraschung weltweit für alle zumindest, die an Wahlforschung glauben. Dennoch in den Tagen davor gab es 67 Umfragen und von den 67 Wahlumfragen haben 63 Hillary Clinton als Präsidentin gesehen, nur 4 davon Donald Trump. Der CNN-Moderator Jake Tapper hat noch in der Nacht gesagt, das ist ein Bankrott der Wahlforschung. Neben mir sitzt Peter Matuszek. Peter Matuszek ist Wahlforscher, Wahlforscher bei Forsa, da leitet er den Bereich der Politik und Sie machen zum Beispiel die Wahlumfrage, die jede Woche im Stern und auf RTL erscheint. Willkommen bei Korrektiv zu diesem Gespräch über den Bankrott der Wahlforschung. Herr Matuszek, waren Sie auch so überrascht, dass so viele Umfragen offensichtlich daneben lagen jetzt bei der Wahl des Präsidenten? Nun, ich habe mir ja auch die letzten Wochen regelmäßig fast jeden Abend die neue Electoral Map angeschaut und die Zusammenstellung der Umfragen, die da durchgeführt worden sind und muss offen gestanden sagen, dass ich jetzt nicht so ganz in den Chor der Kritiker der Umfragen einstimmen kann. Denn wenn man mal genau hinschaut, dann war es ja so, dass landesweit, also auf die ganzen USA bezogen, Clinton in den meisten Umfragen vorne war. Und sie hatte jetzt tatsächlich auch, wenn auch minimal, mehr Stimmen auf Landesebene als Trump offenbar gewonnen. Das heißt, da war das Ergebnis gar nicht so falsch. Wir haben nur das Problem in den USA, dass wir natürlich ein Wahlsystem haben, was diese Stimmen nicht unbedingt dann auch in Wahlmänner ummünzt, weil man eben auf Staatenebene dann dieses Wahlmännersystem hat und diese Umrechnung hat und man eben sich auf die Staaten konzentrieren muss. Aber selbst wenn man dann die einzelnen Bundesstaaten anschaut, für die gab es ja auch immer die Hochrechnungen und ich meine, da gab es ja reihenweise Bundesstaaten, wo Clinton klar prognostiziert wurde, mit sehr hohem Abstand sogar prognostiziert wurde, dass sie den Staat gewinnt. Ich erinnere zum Beispiel an Pennsylvania, war ganz deutlich, Wisconsin, Michigan, dann auch zum Beispiel selbst in Florida, also hat der Guru der US-amerikanischen Wahlforscher, also Nate Silver, immer klar prognostiziert, dass Clinton vorne liegt. Woran liegt es? Warum kann man sich so irren? Ich meine, man fragt die Leute und da gibt es ein Ergebnis und warum ist es nachher nicht zutreffend? Na, ich war da immer ein bisschen skeptisch, auch als ich diese Wahrscheinlichkeitsberechnung gesehen habe, die ich so nicht im Detail nachvollziehen kann, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der eine oder die andere gewinnt. Bei den Staaten, die Sie nennen, Florida, auch Pennsylvania, die waren ja schon auch in den letzten Wochen in das Lager der Toss-Up-States gewandert, also wo es zumindest knapp war. Und wenn man sich die Umfragen mal anschaut, muss man natürlich auch ein bisschen redlich sein und sagen, auch die eigene Zunft, auch die Medien, wenn sie damit umgehen, dass wir bei Befragungen teilweise mit 400, 500, 600 Wählern in den USA, Registered Voters oder Likely Voters, je nachdem, wie man dann befragt hat, natürlich eine Fehlertoleranz schon allein von 4 oder mehr Prozentpunkten hat. Ja, das heißt, redlich wäre zu sagen, wenn auch Clinton 5 Punkte vorne ist, ist es im Grunde ein Gleichstand. Man weiß nicht genau, es kann so oder so ausgehen. Also da, das sehen wir auch in Deutschland häufig, wo wir auch immer sozusagen entsprechend argumentieren und sagen, wir dürfen natürlich auch Umfragen nicht überschätzen. Die Umfragen können nur das leisten, was sie leisten können, nämlich die aktuelle Stimmung abbilden mit einer gewissen Fehlertoleranz. Und wenn dann 3 Umfragen in die gleiche Richtung ausfallen, ist die Fehlertoleranz ja genauso groß. Das heißt, auch da muss man trotzdem vorsichtig sein und sagen, der Staat kann in die oder in die andere Richtung fallen. Ich meine, zu so einer Einschätzung, wie das ist der Bankrott der Wahlforschung und so sei, kommt wahrscheinlich hinzu, dass es eben nicht das erste Erlebnis war, sondern dass genau in diesem Jahr schon das zweite Mal so war, dass nämlich die Prognosen völlig daneben lagen bei einem ähnlich wichtigen Ereignis, nämlich der Abstimmung in Großbritannien, ob Großbritannien in der EU bleiben soll, also der Brexit. Da gab es ja auch, alle haben zuvor gesagt, es wird zwar kann knapp werden, aber die Briten werden sich mehrheitlich für einen Verbleib in der Union entscheiden. Danach war es wieder, wie diesmal auch, am nächsten Morgen alles ganz anders. Wie erklärt sich das? Ist es auch sozusagen rein die Knappheit, dass es halt so ist? Oder liegt es möglicherweise doch daran, dass ihr in beiden Feldern oder bei beiden Themen ja Leute diesmal den Ausschlag gegeben haben, die vielleicht nicht so gern in Umfragen die Wahrheit sagen? Könnte es auch daran liegen?
Ich glaube, das sind zwei Punkte, die man auseinanderhalten muss. Also beim Brexit war es in der Tat, hat man ein ähnliches Phänomen, zumindest medial vermittelt, dass es offenbar in den letzten Umfragen eine leichte Mehrheit für die Brexit-Gegner gab und dann hinterher das böse Erwachen kam. Auch da muss man sagen, Sie haben es ja angesprochen, waren die Umfragen immer sehr, sehr knapp. Mal waren die einen vorn, mal die anderen. Das andere Phänomen ist aber in der Tat, dass es, das sehen wir auch in Deutschland, dass es natürlich ein gewisses Segment gibt, das ist in Deutschland etwa im Bereich der AfD zu verorten, die offenbar an Umfragen nicht oder nicht mehr teilnehmen. Wir haben das sogar am Wahltag erlebt bei den Instituten, die da vor Ort für die ARD oder das ZDF Wahltagsbefragungen gemacht haben, jetzt bei den letzten Landtagswahlen, dass die 18 Uhr Prognose, die ja eigentlich fast punktgenau das Wahlergebnis in der Regel spiegelt, teilweise die AfD 2-3% unterschätzt hat. Ja. Also man kommt aus dem Wahllokal raus, ich glaube, diese Prognose, die dann um 18 Uhr veröffentlicht werden, die basieren genau ja auf einer relativ hohen Zahl, 30.000 oder sowas, wenn ich das richtig weiß. Wir fragen 30, die anderen viel mehr. Ja. Also man kommt dann aus dem Wahllokal raus und wird genau gefragt, was haben Sie gerade gewählt, und selbst in dem Moment sagen dann AfD-Wähler häufiger doch nicht das, was sie tatsächlich gewählt haben. Ja, bei den Wahltagsbefragungen, die ist es ja so, dass die im Grunde ja keine Befragungen sind im engeren Sinne, sondern man bittet die Wähler, die nach einem Zufallsverfahren dann ausgewählt werden, nochmal ihre Stimme abzugeben. Die bekommen nochmal einen Stimmzettel und geben die dann nochmal. Ah, okay. Also man muss es nicht sagen. Man muss es nicht sagen. Auch nach wie vor geheim dann bei der Umfrage. Richtig, okay. Genau. Ist also im Grunde noch geheimer, als wenn man's, wenn man direkt befragt wird, auch wenn es anonymisiert ist. Und da ist offenbar das Problem, dass ein Teil dann einfach weggeht, vorbeigeht und sich gar nicht mehr bereit erklärt, diesen Zettel nochmal reinzuwerfen. Und das ist ein Problem, das man offenbar auch in Umfragen teilweise sieht. Das ist ein Phänomen, das aber nicht neu ist, was rechte Parteien angeht. Das Problem hat man auch bei früheren Umfragen. Es gab Landtagswahlen, wo wir die NPD relativ gut taxieren konnten und sagen konnten, die ist mit gut 5 im Landtag oder die Republikaner seinerzeit in Baden-Württemberg. Aber es gab auch Fälle, wo wir sagen konnten, die kommen wohl rein, aber sie waren deutlich stärker, als wir das in den Umfragen sehen konnten. Das ist einfach dann auch eine Grenze, an die dann Umfragen stoßen, denn die setzen nun mal voraus, dass die Leute auch bereit sind, sich zu befragen. Wie machen Sie denn die normalen Umfragen eigentlich bei Forsa? Also so das, was Sie jede Woche im Stern und bei RTL veröffentlichen. Wie viele Leute fragen Sie und wie fragen Sie die? Also wir gehen so vor bei dem wöchentlichen Wahltrend, den wir für RTL und Stern erheben, dass wir 2.500 Wahlberechtigte pro Woche befragen, also täglich 500 bundesweit. Und die werden telefonisch befragt, durch eine Zufallsauswahl ausgewählt und dann... Wie Zufallsauswahl? Auf welches Sample greifen Sie da zurück? Das ist ein Stichprobenverfahren, was die meisten großen Institute anwenden. Das verkürzt gesagt so funktioniert, dass man generierte Rufnummern verwendet, also die, um auch sicherzustellen, dass man Personen erreicht, die nicht im Telefonbuch eingetragen sind. Das sind ja immer weniger. Ja. Und da gibt es ein System, was dann im Grunde genommen zunächst mal eine Auswahl vornimmt nach Vorwahlen, also dass man eine Gebietsauswahl hat über das ganze Bundesgebiet und dann in den einzelnen Gemeinden dann nochmal eine Haushaltsrufnummer generiert. So, und die wird dann kontaktiert, automatisiert, und die bekommt der Interviewer dann auf sein Ohr. Und machen Sie das eigentlich selber oder greift man da auf irgendwelche Callcenter zurück? Oder wie läuft es? Also da muss man auch unterscheiden zwischen Stichprobe, Telefonnummerngenerierung und Interviewdurchführung. Also bei der Stichprobe ist es so, dass wir da, dass es ein System gibt, was mal von Wissenschaftlern entwickelt wurde, auf dem dieses Stichprobensystem auch basiert. Also diese Zufallsauswahl, vereinfacht gesagt, nimmt man die Struktur von eingetragenen Telefonnummern, nimmt die letzten Ziffern weg und ersetzt die durch neue zufällig. Das heißt, das ist ein Digit Dialing System, das auch in den USA angewandt wurde, sodass man eben sicherstellt, es gibt auch viele Nummern, die es gar nicht gibt. Das heißt, die fliegen dann sofort raus, die werden auch gar nicht angewählt. Und das ist ein System, auf das die großen Umfrageinstitute zurückgreifen können. Ja, das ist ein großer... Wer bietet das an? Das ist eine Arbeitsgemeinschaft des Branchenverbandes, des ADM, der Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute.
Und die stellen das praktisch für ihre Mitgliedsunternehmen dann zur Verfügung. Und da muss man dann wahrscheinlich monatlich oder so einen Beitrag bezahlen, einen jährlichen Beitrag und so. Und dann kann man auf dieses Sample zurückgreifen. Richtig, genau. Und das ist der andere Punkt ist eben, wer führt die Interviews durch? Da fahren wir ganz klar die Linie, dass wir das nur mit eigenen, selbstgeschulten Interviewern machen. Denn es ist ja auch wichtig, dass man auch die Schulung auch in der Hand hat, damit man eben auch die Interviewer einweisen kann, um welches Thema geht es heute, wer wird befragt etc. Das passiert bei uns mit eigenen Supervisoren und auch Interviewern. Jetzt haben Sie gesagt, Sie machen die Auswahl sozusagen regional verschieden, also dass Sie in allen Ländern, in allen Teilen Deutschlands versuchen anzurufen. Das ist ja nur ein Kriterium, also Regionalität. Wie stellen Sie sicher zum Beispiel, dass Sie da nicht, wenn Sie tagsüber anrufen, nur die Personen antreffen, die halt vielleicht nicht arbeiten und zu Hause sind, was ja möglicherweise einen anderen Eindruck widerspiegelt wie dann bei einer Wahl. Also wie löst man so ein Problem? Ja, gerade aus dem Grund rufen wir eben erst ab dem späten Nachmittag generell an, bei Bevölkerungsumfragen, bei Wahlumfragen. Was heißt das dann ab 16, 17 Uhr bis 21 Uhr, wenn mal ein Termin gelegt wird, auch mal ein bisschen später, aber das ist so das Zeitfenster. Weil und Sie rufen aber nur sozusagen Festnetznummern an oder rufen Sie auch Handynummern an? Wir rufen mittlerweile auch Handynummern an. Mhm. Das ist also eine gemischte Stichprobe, wo ein Teil auch Handynummern enthalten ist. Weil möglicherweise erwischen Sie dann ja gewisse jüngere Wähler nicht mehr, wenn Sie sozusagen verstärkt nur Festnetznummern anrufen. Weil die viele ja sozusagen kein Festnetz mehr haben, sondern noch Handys haben. Ja. Jüngere oder auch beruflich mobile Personen, wobei das sicher ein Bereich ist, in dem natürlich noch viel geforscht wird, auch von den Instituten. Mhm. Wie ist da die richtige Vorgehensweise? Denn wir haben etwa bei den letzten Wahlen gesehen, 2013, als Forsa noch mit einer reinen Festnetzstichprobe gearbeitet hat, dass wir bessere Ergebnisse hatten und näher am Endergebnis waren als eben etwa andere, die dann mit gemischten Stichproben gearbeitet haben. Also das sollte man also auch nicht überbewerten. Wenn Sie jetzt die 2500 anrufen, ja, dann von wie vielen Leuten bekommen Sie dann eine Auskunft? Das ist sehr unterschiedlich. Wir haben als Forsa natürlich den Vorteil, dass wir sehr bekannt sind. Ja. Wir lassen das ja regelmäßig auch erheben durch andere. Wer kennt uns ohne Vorgabe, also ungestützt, wie das so schön heißt. Wer kennt uns auf Nachfrage? Und da können wir eigentlich relativ gut mit leben, weil wir eben sehr bekannt sind. Und auch, wenn wir fragen, trauen Sie den Ergebnissen? Auch eine große Mehrheit haben, die sagen, doch, das wird Vertrauen in den Ergebnissen. Also da haben wir sicherlich einen gewissen Vorteil auch gegenüber Instituten, die teilweise viel größer sind, sehr viel Marktforschung betreiben, aber eben kaum bekannt sind. Also nochmal, von den 2500, oder warten Sie, bis Sie 2500 Antworten haben dann? 2500 bedeutet natürlich immer abgeschlossene, komplette Interviews. Okay, genau. Und das machen Sie jede Woche sozusagen für diese Wahlumfrage? Jede Woche, und das hat halt den Vorteil, dass wir dadurch, dass wir täglich befragen, natürlich auch kurzfristige Ausschläge, Ereignisse einfangen können. Ja. Also wenn ich habe die neuen Zahlen noch nicht angeschaut, aber ich würde vermuten, dass heute nach der Wahl in den USA sich da auch bei der Parteipräferenz was bewegt hat. Das heißt? Nach dem Brexit war es so, dass eben gerade nicht die AfD gestärkt wurde, wie von einigen dann vermutet wurde, sondern dass sich dann gerade in so Krisensituationen oder als Krisen wahrgenommenen Situationen dann die Wähler eher hinter den beiden großen scharen oder im Zweifel dann hinter der stärksten Regierungspartei. Also nicht noch mehr Experimente, nicht noch mehr Proteste. Genau, das ist ein Phänomen, das haben wir nach 9/11 gesehen, das haben wir nach den Anschlägen jetzt in Bayern gesehen, als eben nicht die AfD profitiert hat zunächst, Stichwort Islamisten, sondern zunächst erstmal die Großen. Ja. Gibt es eigentlich das Phänomen, dass wir haben ja da am Anfang schon mal drüber gesprochen, dass wenn Sie anrufen und dann gibt es ja das Phänomen, entweder sage ich was als Angerufener oder ich sage nichts. Ja? Ist es so, dass bestimmte Wähler bestimmter Parteien eher nichts sagen und Wähler bestimmter Parteien eher dazu neigen, mehr zu sagen oder also mitzumachen bei solchen Umfragen? Also in der Regel haben wir das Problem nicht. Es gibt, wie gesagt, eine Ausnahme oder wenn das mal vorkommt, dann ist das eher gleich über die Parteien verteilt. Es ist dann nicht parteibezogen. Aber es gibt eben eine Ausnahme, die ich schon genannt hatte, nämlich die Anhänger rechter Parteien. Da ist es natürlich so, dass wir die ganz Rechtsextremen eigentlich gar nicht bekommen, weil die generell also nicht NPD an, oder sowas. Ja, das, weil die generell dann nicht an Umfragen teilnehmen. Mhm. Die ist das, und das sehen wir ja auch bei teilweise jetzt aber auch bei AfD-Anhängern. Ja. Weil wir als Institute ja offenbar mittlerweile
aus Sicht dieser Leute in dem ein bisschen in einen Topf geworfen werden mit der Lügenpresse und mit denen da oben und sozusagen als Teil dieser etablierten Institutionen. Also da haben wir teilweise eine gewisse Unterabdeckung. Es ist aber offenbar auch nicht so ganz systematisch, denn bei der letzten Bundestagswahl hatten wir die AfD vor der Wahl bei etwa 4% und sie kam auf 4,7%. Ja. Ja, wir haben jetzt aber das Phänomen gehabt bei einigen Landtagswahlen, auch im letzten Jahr, Anfang des Jahres, dass wir die AfD nicht komplett eingefangen haben. Darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Da gab es auch kritische Berichterstattung sozusagen, dass sie den Vorwurf, dass sie die AfD systematisch unterbewerten. Ja? Also dass sie haben sie ja noch lange vor der Berliner Wahl, glaube ich, im einstelligen Bereich gehabt. Dann ganz kurzfristig sind sie sozusagen kurz vor der Wahl. Erst haben sie bei 13% oder sowas dann gehabt. Also wie erklärt sich sowas? Dass vor allen Dingen, dass Sie das als Einzige gemacht haben und alle anderen oder die viele andere Forschungsgruppen, Wahlen und sowas, ja, die schon immer höher gehabt hatten und Sie aber noch tiefer waren. Heißt es, dass Sie mit anderen Modellen rechnen oder wie erklärt sich sowas? Also bei der Berlin-Wahl muss man sagen, dass wir haben da auch entsprechend uns juristisch gegen die AfD, die ja auch behauptet hatte, wir hätten sie im April, weiß ich nicht, deutlich gar nicht im Abgeordnetenhaus gehabt. Das ist teilweise auch falsch, war einfach falsch. Wir haben, das muss man halt auch immer sehen, wir haben in Berlin das Phänomen gehabt, dass ja gar nicht alle Institute regelmäßig Umfragen durchgeführt haben. Das heißt, wir als Forsa haben monatlich eine Umfrage durchgeführt, die Berliner Zeitung, in der wir die jeweils aktuelle Stimmung abgebildet haben. Yeah. Und was ist passiert in der Zeit vor der Wahl, also im August bzw. August, September? Es gab eine andere Landtagswahl vorher in Mecklenburg-Vorpommern. Es gab eine Debatte, die von der Union angestoßen wurde, um die innere Sicherheit, die dann auch verquickt wurde mit dem Thema Islamismus, sodass im Grunde genommen man auch bundesweit gesehen hat, dass die Union sich damit keinen Gefallen getan hat, weil nämlich die Protagonisten, die in den beiden Ländern, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin, seit Jahren den Innenminister gestellt haben, Herr Kaffier und Herr Henkel, praktisch im Grunde eine Bankrotterklärung abgegeben haben, dass sie das Thema nun jetzt im Wahlkampf nach vorne bringen. Also Sie sagen im Prinzip, weil die anderen diese Sicherheitsthemen gesetzt haben, haben sie dadurch die AfD erst stark gemacht. Was ja aber nicht wirklich erklären würde, diese Ansicht dann, warum Sie dann sozusagen deutlich niedriger waren als zum Beispiel Infratest DIMAP oder sowas. Ja. Also die ja sozusagen 5 Prozentpunkte mehr bei der AfD gesehen. Aber die konkrete Frage ist vielleicht auch nicht so wichtig wie jetzt sozusagen, warum Sie vielleicht da bei der und der Wahl irgendwie mal so daneben lagen, sondern mich würde interessieren, wie ist das denn grundsätzlich? Also wenn ich zum Beispiel jetzt AfD-Wähler habe oder auch NPD-Wähler, die sagen, dass sie diese Parteien wählen, mache ich dann so einen Multiplikationsfaktor rein als Wahlforscher, weil ich mir denke, naja, die Erfahrung zeigt mir, dass ein Drittel oder 50% beim letzten Mal doch nicht ehrlich waren. Oder nehmen Sie das dann einfach 1:1? Also wenn Sie, ganz simpel gesagt, wenn Sie 2500 Leute fragen und 250 sagen, sie wählen AfD, ist die AfD dann wirklich mit 10% bei Ihnen in der Umfrage oder gibt es da noch einen Aufschlag, weil Sie sagen, möglicherweise sagen es nicht alle und ich mache dann 12% oder 14% für die Partei? Ja, das ist immer so eine Sache mit dem Aufschlag. Wie wollen Sie den berechnen? Ja, das ist durch Erfahrung, dass ich sage, irgendwie, ich habe bei dieser Landtagswahl habe ich gemessen 8%, später waren sie bei 12%. Das würde mir sagen, ich muss einen Faktor 1,5 einrechnen. Ist das so? Das wäre schön, wenn das so ginge. Das Problem ist nur, dass natürlich keine Wahl wie die andere ist. Ja, ich hatte ja gerade genannt die Bundestagswahl. Da waren wir sehr nah dran, andere auch an der AfD. Dann gab es Wahlen, wo wir und auch andere weiter weg waren. Ja. Das kann sich dann auch wieder ändern. Also man kann nicht mechanistisch einfach sagen, okay, bei den letzten Wahlen war es so und deshalb ist es bei der nächsten Wahl auch so. Also aber nochmal, so. Gibt es einen Faktor, gibt es einen Faktor, den man einrechnet bei solchen Umfragen? Also wir rechnen keinen Faktor ein, der jetzt sozusagen die Verteilung verändert, weil wir sagen, das war bei der letzten Wahl anders. Ja? Also das heißt, wenn die AfD bei Ihnen jetzt zum Beispiel bei 10% steht, dann haben auch tatsächlich 250 Leute bei Ihnen gesagt, sie wählen AfD.
wir bilden die Stimmung, das sagen wir auch immer so ab, wie sie in dem Moment von den ist und wie sie auch von den Befragten genannt wurde. Also Sie gehen dann doch davon aus, sozusagen, dass alle Wähler im Prinzip gleich ehrlich und gleich bereit sind, bei den Umfragen mitzumachen und ihre Lieblingspartei zu nennen. Nein, gehen wir gar nicht. Das Problem ist nur, wir müssen es halt, und tun das ja auch, wir müssen es halt offen sagen. Das heißt, wir kommen also irgendwo sagen, an einem... Wir haben jetzt die Partei mit 10% drin, aber Vorsicht, möglicherweise ist es deutlich höher, weil die nicht so ehrlich sind wie andere. Absolut, und das tun wir ja auch. Wir reden uns ja da häufig den Mund fusselig, auch vor den Wahlen. Andere machen es auch und sagen, also es ist die Abbildung der politischen Stimmung zum Zeitpunkt der Umfrage. Also es kann sich, sich zum Wahltag ändern. Es gibt immer Einflüsse, die noch, die das Ergebnis dann noch verändern können. Wir sagen nie. Man muss ja immer unterscheiden zwischen Stimmung, also Meinungsumfrage, Einfangen der politischen Stimmung und Prognosen. Prognosen kann man nur sprechen. 18 Uhr am Wahlabend. Also wenn man Basis ist die Wählerbefragung. Also diese direkt mit sehr, sehr viel mehr Leuten als diese Sachen. Das, was Sie dann machen, ist Stimmung quasi. Das ist die politische Stimmung. Das heißt, wir haben ja immer einen Teil. Wir fragen ja alle Wahlberechtigten und wir weisen das Ergebnis der sogenannten Sonntagsfrage ja nur auf Basis derer aus, können wir ja auch nur, die eine Partei nennen. Ja. Und dann haben wir noch einen großen Teil, die sagt, sie gehen nicht wählen oder sie nennen gar keine Partei. Das heißt, wir wissen ja, wir haben immer bei allen Umfragen eine Unsicherheit in dem Bereich, wo wir nicht wissen, wie viel gehen dann wirklich zur Wahl. Und wir haben ja bei den letzten Wahlen gesehen, dass ja auch viel einfach über die Mobilisierung läuft. Ja. Das heißt, es gibt Anhänger, die sagen, ich wähle die CDU, aber die lassen sich dann nicht zur Wahl bewegen, weil der Spitzenkandidat sie nun doch nicht überzeugt. Und wenn Bundestagswahl ist, gehen sie wieder hin. Ja? Das heißt, diese Unsicherheit gibt es und die müssen wir auch klar kommunizieren. Aber ich muss jetzt nochmal nachfragen. Und zwar, Sie haben ja vorher gesagt, die NPD ist so ein Fall, wo die Leute fast nie bereit sind, an Umfragen mitzumachen. Ja? Das heißt, und Sie bilden trotzdem 1:1 das Ergebnis der NPD-Stimmungen dann in Ihren Umfragen ab. Aber das ist doch dann sozusagen immer falsch, das NPD-Ergebnis. Die NPD haben wir, glaube ich, in fast keiner Umfrage überhaupt im sichtbaren Bereich, dass wir die auch ausweisen können. Ja, die sind natürlich in den sonstigen mit drin. Wenn es jetzt Landtagswahlen gibt, wie das in einigen Fällen in Ostdeutschland etwa, wo sie angetreten ist, wo sie natürlich auch, sagen wir mal, messbar war. Es ist ja nicht so, dass die nun gar nicht messbar sind. Wir sagen nur, das gibt einen Teil auch dieser Anhänger, die wir vermutlich nie einfangen über Umfragen. Aber ein Teil lässt sich natürlich auch befragen. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, sonst zu sagen. Nur es gibt da eben eine gewisse Unsicherheit. Nur bundesweit ist es ja jetzt so, dass außer der AfD andere rechte Parteien, also wenn die im 1-2%-Bereich sich dann bewegen, spielt es ja keine Rolle. Dann weisen wir die auch nicht aus, weil wir sagen, das ist einfach zu ungenau. Sagen Sie, wie ist das, wer wählt denn eigentlich bei uns AfD? Also bei Trump liest man jetzt ja irgendwie ziemlich viel. Es sind eher Leute ohne College-Abschluss, es sind eher Weiße, es sind eher Männer, es sind eher Protestanten als Katholiken. Wie ist das bei der AfD? Wer wählt hierzulande eigentlich AfD? Wissen Sie das? Das wissen wir relativ gut, weil wir den Vorteil haben, dass wir nun jede Woche 2.500 Wahlberechtigte befragen und auch innerhalb weniger Wochen genügend AfD-Anhänger zusammen haben und sie mal in ihrer Struktur anschauen können. Der typische AfD-Wähler ist eigentlich eher männlich. Das ist eine Männerpartei. Also fast 80% sind männlich. Ja. In der Wählerschaft ist es halb-halb. Sie ist etwas stärker, als es die Bevölkerung ist im Osten als im Westen. Ja. Sie ist in ihrer, von ihrem ökonomischen Status her, ist das eher die Mittelschicht, mittlere obere Mittelschicht. Also nicht die Abgehängten, nicht die Arbeitslosen und so, ist eher sozusagen ist die Mittelschicht. Es ist ein Teil, sagen wir mal, ein radikalisierter Teil der Mittelschicht. Das ist ja historisch in Deutschland nichts Neues. Das war bei der NSDAP auch das so. Das war auch so, zumindest in der Ursprung ihrer Anfänge. Das Entscheidende ist aber bei dieser Gruppe, bei den AfD-Wählern, dass es Menschen sind, denen es ökonomisch gut geht, objektiv, die subjektiv aber Abstiegsängste haben. Das heißt, wenn wir fragen ja auch regelmäßig nach den Wirtschaftserwartungen. Yeah. Glauben Sie, wie entwickeln sich die Verhältnisse in Deutschland, verschlechtern, verbessern? Und da sehen wir, dass die AfD-Anhänger extrem pessimistische Wirtschaftserwartungen haben. Das heißt, sie haben offenbar Verlustängste, Abstiegsängste, also das zu verlieren, was sie haben. Und wie gesagt, ökonomisch, objektiv geht es ihnen ja ökonomisch nicht schlecht, sind auch teilweise höher gebildet, auch eher älter.
Und von daher ist die AfD-Anhängerschaft durch dieses eine Merkmal vor allem gekennzeichnet, aber eben auch dadurch, dass sie im Grunde bei allen Sachfragen, die wir, zu denen wir Umfragen durchführen, quer liegt zu den Anhängern aller anderen Parteien, von links bis CDU, von der Linken bis zur CDU oder zur Union. Ob das die Außenpolitik ist, ob das die Sicherheitspolitik ist, ob das das Thema Flüchtlinge ist natürlich. Ja. Aber eben auch in Fragen, wenn es darum geht, die Akzeptanz des, unserer Verfassung, unseres demokratischen Systems, ja, wo also eine Mehrheit der AfD-Anhänger sagt, wir sind unzufrieden mit dem System an sich. Bei den Wählern insgesamt ist es eine knappe Mehrheit, die sagt, sie sind auch sind unzufrieden mit der Art und Weise, wie Politik gemacht wird. Das ist aber nichts Neues. Aber die Mehrheit der Wähler insgesamt, über drei Viertel, stützt sozusagen das System, wie es ist, und hat daran nichts auszusetzen. Das ist bei den AfD-Anhängern anders. Also sie unterscheiden sich in ihrer Sozialstruktur in einigen Teilen von dem Rest der Wählerschaft, aber eben vor allen Dingen in ihrer politischen Ausrichtung und in ihrer Einstufung im Links-Rechts-Spektrum. Es sind ja nächstes Jahr sind zwei große Wahlen, zwei wichtige Wahlen, die Wahlen in Nordrhein-Westfalen im Frühjahr und dann im Herbst die Bundestagswahl. Jetzt seien Sie mal ganz mutig, ja? Auf wie viel Prozent wird die AfD in NRW kommen und auf wie viel Prozent wird sie im Bund kommen bei den Wahlen? Also man kann, glaube ich, so viel sagen, dass wenn sie in NRW in den Landtag kommt, dass dann die Chancen eigentlich sehr, davon ist ja auch zu gehen, sehr groß sind. Ist ja um die 10%, glaube ich, in den Umfragen gerade. Dass sie dann, man wird es abwarten müssen, wir hatten die AfD im Sommer letzten Jahres, lag sie bei 4% vor der Flüchtlingskrise. Da war Griechenland in aller Munde und alle möglichen anderen Themen. Und dann stieg sie praktisch im Laufe des Herbstes auf zweistellige Höhen oder noch darüber. Über 10%. Also da wäre ich ein bisschen vorsichtig mit so voreiligen Schlüssen. Das kann sich auch wieder ändern. Wir wissen nicht, was jetzt nach der US-Wahl an Entwicklungen kommt, welche Themen dann dominieren werden. Ja. Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass wenn sie dann in den Landtag kommen sollte, dass sie dann, wenn sie das im größten Flächenland des Landes schafft, dass sie dann auch in den Bundestag kommt. Jetzt, was mich ja bei dieser US-Wahl wiederum auch überrascht hat, man hat ja den Erfolg zum Beispiel der AfD und also Rechtspopulisten auch immer damit erklärt, dass sie es schaffen, Nichtwähler an die Wahlurne zu bringen. Also Leute, die bei der letzten Wahl nicht gewählt haben. In den USA scheint es ja gerade nicht der Fall gewesen zu sein. Ich habe heute noch mal gelesen, also Trump hat jetzt zum Beispiel 2 Millionen Stimmen weniger bekommen als Mitt Romney und Hillary Clinton hat 7 Millionen weniger Stimmen bekommen als beim letzten Mal Obama. Ja? Also da scheint es ja so zu sein, dass also so ein extremistischer Typ wie Trump durchaus nicht mehr Stimmen aus dem Nichtwählerlager bekommt. Ist es für Sie auch überraschend, oder? Ich kenne jetzt die Analyse nicht im Detail, was jetzt die Herkunft der Wähler angeht, aber in der Tat der Umstand, dass Trump weniger Wähler mobilisieren konnte als Romney, finde ich, ist eigentlich erst gestern nochmal richtig aufgekommen und sollte, glaube ich, nochmal mehr betont werden. Es ist in der Tat ja auch hier auch, dass Hillary Clinton insgesamt natürlich mehr Stimmen bekommen hat. Ja, also insofern stimmt also auch die Aussage jetzt nicht, die Mehrheit der Amerikaner will einen Typ wie Trump. Das ist nicht zutreffend. Einmal das und auch die Aussage, die ich heute irgendwo gelesen habe, das sei also eine Zäsur. Die beiden Lager sind in den USA relativ nah beieinander seit vielen Jahren. Es kommt bei den Präsidentschaftswahlen immer darauf an, wer kann da mehr mobilisieren. Und das, was Obama natürlich par excellence gelungen ist, nämlich Leute zu mobilisieren, die sich noch nie haben registrieren lassen und, wie er mal gesagt hat, expand the electorate, also die Wählerschaft zu verbreitern. Das war natürlich ein geniales Mittel zu sagen, wir gucken nicht immer auf diese Wechselwähler zwischen Republikanern und Demokraten, sondern wir gucken, wen können wir denn eigentlich zum ersten Mal für uns mobilisieren. Und dann ist es egal, ob die Republikaner genauso viel Stimmen bekommen wie beim letzten Mal. Es reicht ja, wenn wir mehr bekommen. Und das fand ich auch bemerkenswert bei der gestrigen Wahl. Zeigt aber auch wiederum, wie wichtig eben Mobilisierung ist und nicht immer dieses arithmetische Denken, wen kann ich jetzt in der Mitte von den anderen zu mir rüberholen.
Ich meine, aber das ist ja auch wiederum ein überraschendes Moment gewesen für mich jetzt, also weil alle diese Faktoren, bei denen ja Hillary Clinton im Vorteil lag. Also Hillary Clinton hat es zum Beispiel von nahezu allen Zeitungen, die überhaupt Wahlempfehlungen abgegeben haben, hatte sie die Empfehlung, sie hat sozusagen wesentlich mehr Wahlkampfhilfe bekommen, also Spenden, die sie in Werbung umsetzen konnte. Sie hat wesentlich mehr Leute gehabt, die von Haustür zu Haustür gegangen sind, als zum Beispiel Trump. Aber offensichtlich sind diese ganzen Faktoren dann am Ende doch nicht so entscheidend, um eine Wahl dann noch zu gewinnen. Ja? Ich glaube, das eine ist natürlich die Maschinerie, die sie ja offenbar dann gut auch geölt hatte, so wie Obama das auch getan hat. Aber die andere Sache ist natürlich sie als Person und ihre Anziehungskraft als Kandidatin. Die war natürlich offenbar deutlich geringer als die von Obama. Und bei Trump muss man, glaube ich, auch sehen, das Faszinierende ist ja, dass er in den ersten Wochen, auch in den Primaries, im Grunde zunächst mal keinen eigenen Dollar investiert hat, sondern durch gezielte Provokationen sich Sendezeit bei den großen Fernsehsendern verschafft hat. Also da muss man natürlich auch nochmal die Rolle der Medien hinterfragen. Es ist sicher richtig, dass offenbar die großen Medien inhaltlich gegen ihn waren, aber die Bühne, natürlich, die man ihm geboten hat, die wurde ihm natürlich dann fast auf dem Silbertablett präsentiert. Ja, er hat sozusagen den Mechanismus der Medien für sich extrem gut ausgenutzt. Und das ist in ähnlicher Weise, natürlich macht das die AfD auch, natürlich mit gezielten Provokationen, ja, dafür sorgen, dass natürlich ständig eine Berichterstattung über sie stattfindet. Überhaupt vielleicht zu Medien, was lernen wir denn jetzt eigentlich draus aus diesen Erfahrungen in diesem Jahr? Also, dass die Meinungsforschung so kolossal daneben lag, zumindest was das Ergebnis anbelangt, also zumindest jetzt beim Brexit und bei Trump, sollten wir Leuten wie Ihnen einfach weniger glauben? Ja, das müssen Sie entscheiden, wenn Sie sich auch vor allen Dingen die Umfragen in Deutschland anschauen. Also da, ich springe ja hier in die Bresche sozusagen für Institute in den USA und in Großbritannien. Ja. Mache ich zwar gerne, wenn ich meine, dass es irgendwie ungerechtfertigt ist, was da an Kritik kommt. Aber also wir können uns da bei allen Abweichungen, die es da auch gab bei den letzten Wahlen in Deutschland, glaube ich, bisher unterm Strich nicht wirklich beklagen, dass das nun also wirklich völlig... In Baden-Württemberg, glaube ich, haben Sie auch die AfD, also haben die Institute die AfD auch wesentlich niedriger eingeschätzt. Ja, das ist ja richtig, genau. Ja. Da hatten wir auch drüber gesprochen, das muss man auch beobachten. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, wenn man das Instrument der Meinungsforschung als das sieht, was es ist und was es auch leisten kann, nämlich eben Stimmungen bei den Wählern einzufangen zu einem bestimmten Zeitpunkt vor der Wahl und auch immer mitkommuniziert, und wir versuchen das ja, auch wenn es nicht immer auch übernommen wird, mit einem Beipackzettel dazu zu schreiben, wie viele wurden befragt, wie hoch ist die Fehlertoleranz, was bedeutet das, wie das einzuordnen ist, glaube ich, müssen wir uns da keine Sorgen machen. Nur ist natürlich so, dass alle Institute, wir auch, uns natürlich immer weiterentwickeln müssen, die Entwicklungen beobachten müssen und sehen müssen, wie wir da unsere Instrumente schärfen. Vielen Dank. Das war Peter Matuszek von Forsa. Er ist einen Tag nach dem Wahlergebnis von Trump für die amerikanischen Kollegen in die Bresche gesprungen und hat sozusagen den Ruf der Wahlforschung verteidigt. Wir können uns ja nochmal unterhalten, dann vielleicht nach der NRW-Wahl oder nach der Bundestagswahl, und schauen, ob die Situation, die Wahlforscher in Deutschland doch so viel genauer und präziser sind. Wenn Sie sich interessieren für die AfD und für die Recherchen über die AfD, finden Sie auf unserer Website korrektiv.org.